Wenn früher die Heiligen Drei Könige oder die Sternsinger von Haus zu Haus gezogen sind und einer Sprüchel aufgesagt haben, verbunden mit Glückwünschen fürs neue Jahr, dann sind hinter der Verkleidung meistens arme Leute gesteckt. Sinngemäß hat sich dieser Brauch ja nicht verändert, denn in unserem Fall sind Ministranten unterwegs, die wiederum für Arme und Hilfsbedürftige sammeln. Die Heiligen Drei Könige sind da. Grüß dich. Grüß dich. Grüß Gott, ihr Leute, von fern und nah. Die Sternsinger sind wieder da. Wir treten ein bei Arm und Reich, denn vor dem Herrn sind alle gleich. Wir reisten fast ein halbes Jahr und zogen mit Kamel und Ross, die lange Fahrt uns nicht verdross. Es gab der Stern uns treu geleit, da wussten wir über den Weg Bescheid. Es lag ein Kind auf Heu und Stroh, da haben wir uns hingekniet, in Andacht, Stille und Gebet. Zuletzt, so ist es Brauch und Sitte, tritt ich hervor mit einer Bitte, wie es mein Amt von mir verlangt. Fürs Zuhören seid vielmals bedankt. Öffnet bitte eure Hände und gebt uns eine gute Spende. Es wünschen euch ein glückliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wenn ich eingangs gesagt habe, die Volksmusik ist so, wie die Leute sind, dann möchte ich noch hinzufügen, dass die Leute so sind wie die Landschaft, die sie prägt. Und die Berchtesgadener Landschaft, die fordert auch von einem Jäger Außerordentliches. Ein gutes Beispiel ist unser Oberrevierjäger, der Michael Gröll vom Bezirk Hintersee, für die Einheimischen kurz und bündig der Much, dem sein Beruf vor allen Dingen im Winter wirklich alles abverlangt. Much,
Was macht jetzt ein Jäger bei dieser extremen Witterung? Die Jagdzeit hört ungefähr Ende Januar auf. In den Wintermonaten Januar, Februar, März und April, da habe ich halt dann mein Rotwild an der Forderung und ich gehe praktisch jeden Tag zum Fordern. Was tust du jetzt in dem extremen Winter? Was musst du fürs Viech machen? Oder was kannst du machen? Kannst du überhaupt am Berg rauf? Im Berg kann ich schon rauf, dann nehme ich halt meine Ski, weil ich tue gerne Skifahren. Und mir macht eigentlich das nichts aus, wenn ich raufgehe. Dann beobachte ich mein Wild und habe einen Spaß auch noch dabei, weil ich mir die Ski runterfahre. Weißt du, gern Ski fährst und gut Ski fährst, weil das muss man können. Besser. Ja, können sollte man schon, wenn kein. Ja. Der Michael Gröll, der Much, ist ein Jäger mit Leib und Seele. Er ist einer von denen, die ihren Beruf so ernst wie nur gerade möglich nehmen. Er fühlt sich nicht nur verantwortlich für sein Wald, sondern auch für die Landschaft, für die Natur, für seine Heimat, für unsere Bergwelt. Er weiß die Gefahren einzuschätzen, wenn er täglich mit den Ski bis auf 2000 Meter aufsteigt. Und dafür muss er nur so ganz nebenbei ein Extremsportler sein, damit er seine Viecher beobachten kann. Jetzt fahren wir einmal zur Abwechslung mit dem Eisbrecher über Deutschlands saubersten See, über den Königssee in Richtung Bartholomä. Wenn es gerecht hergeht und der Königssee ganz zugefroren ist, nachher kann man auch zu Fuß umgehen oder mit dem Schlitten vorwärts fahren. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, auf dem Ederschorsch, den ehemaligen Bürgermeister von Königssee Schönau, ein bisschen aufmerksam zu machen, der neben Schwab Martin von den Schönauer Musikanten und dem Schwab Franzi, dem begnadeten Zitterspieler, eine wichtige Rolle spielt bei den Berchtesgadener Volksmusikanten. Ein Ederschorsch oder ein Frippei, wie die Einheimischen sagen,
hören wir jetzt gleich als Ersten, wenn er mit seiner Königssee Gitarrenmusik spielt. Der Schorsch ist übrigens vor kurzem 80 Jahre alt geworden. Fritz, eine wunderschöne Landschaft da. Und mich darf's nicht wundern, wenn du sagen darfst, bei uns daheim ist es am schönsten. Aber ja, ein bisschen schöner ist vielleicht doch. Ja, daheim ist daheim. Sag ich mal, was sind jetzt das für die Berge, was man da alles sieht? Du, da haben wir da im Norden, fangen wir mal mit dem Untersberg an. Das Lautengebirge, nachher ins Reitalbmassiv. Dann geht's um zu einem Hochkalterstock. Nachher schließt sich der Wozmar an mit seinen 2713 Meter. Aha. Und links von Wozmar einbiet der Kinigsee, ja, mit dem Kinigseeberg, ja, ja, Fundensee, Tauern. Mhm. Dann geht es um der Jena, das Brett und der Hohe Göll. Und am Fuß vom Hohen Göll ist der sogenannte Salzberg, also historisch genannt das Tufallgebirge. Und im Tufallgebirge haben die Kelten schon Salz gerommen. Ah ja, da wollen wir ja hin, weil wir reden ja heute vom weißen Gold. Genau. Ich meine jetzt nicht den wunderschönen Winter da, ja, sondern hat auch mit der, ja, wirtschaftlichen Sache zu tun. Da. Zeit, ja, ja, Skifahren und so weiter. Aber vom weißen Gold, vom Salz, genau, da musst du uns ein bisschen was erzählen. Ja, wie gesagt, da haben die Kelten haben am Thürnberg Salz gerommen, Salz abgebaut und haben dann, wie 15 vor Christus, die Römer Besitz ergriffen, ja, haben vom ganzen Gebiet, haben mit in einer wunderbaren Koexistenz mit den Römer zusammengelebt. Die haben halt nachher, das wäre ja so angelaufen sein, dass die Römer gesagt haben, du passt auf, für jede Sacke Salz, was ist, verkauft, gehört zu uns so wie unseren Kaiser. Mhm. Und da haben die Pfundig ausgekommen. Mhm. Und das hat 470 Jahre lang angehalten. Ja. Und wie dann die Fürstpropstei gegründet worden ist, ja, im 13. Jahrhundert, haben dann die Fürstpröpstlichen in Schönberg unten, also auf der Herentenseite, ja, vom Tuvalgebirge sozusagen, mhm, dem Tuvalgebirge, Salz abgebaut. Mhm. Und das fast also bis in die heutige Zeit. Fritz, und das ist eine harte Arbeit. Und ja, jetzt, werden wir einmal unten reinschauen, ja, genau, unter die Schönerberg, genau, wie es da ausschaut und wie das Salz gewonnen wird. Genau. Auch wenn der Berg noch zu Fuß geht, sagt er, dass er einfahrt im Berg. Inzwischen gibt's im Salzbergwerk um die 30 Kilometer Stollengänge, die sich da unterirdisch verzweigen. Es ist eine harte Arbeit, die unsere Bergleute leisten, bis Salz endlich so weit ist, dass wir es in Zuppen da können. Salz war ja eins der begehrtesten Handels- und Exportprodukte des Mittelalters und es war ja nicht nur Speisewürze, sondern ein wichtiges Konservierungsmittel für Fleischprodukte zum Beispiel. Deshalb war auch das weiße Gold für das Herzogtum Bayern seit dem 16. Jahrhundert eine enorm wichtige und zuverlässige Einnahmequelle. Ludwig Stoib schreibt in seiner Schilderung des Salzbergwerks im Jahre 1860 einen bemerkenswerten Satz. Es versteht sich von selbst,
dass der Salzberg zu den vornehmsten Merkwürdigkeiten des Ländchens gehört und daher jedenfalls besucht werden muss. Wir waren schlecht um uns bestellt, wann es kein Salz gab auf der Welt, vom Kaiser bis zum Belono gibt's kein der Salz in Bärenkoh. Vom Kaiser bis zum Belono gibt's kein der Salz in Bürgermauer und Soldat, die Salz an jeder nötig hat. Wir schmeckt das Fleisch, wir schmeckt der Fisch, und da dazu kein Salz am Tisch. Wir schmeckt das Fleisch, wir schmeckt der Fisch, und da dazu kein Salz am Tisch. Der Bäcker würzt mit Salz das Brot, ohne das würzt man leiden wird. So danket Gott für diese Gnade, dass er die Salz uns geben hat. So danket Gott für diese Gnade, dass er die Salz uns geben hat. Fritz, ein Salzlied gibt's eigentlich ganz selten. Das stimmt, ja. Wo habt denn ihr das eure hier? Ja. Da ist mir immer ein alter Wasserburger Salzspruch untergekommen. Und der hat mir recht gefallen. Dann haben wir die letzte Strophe, die hat uns nicht mehr so taugt, die haben wir ein bisschen angeändert und haben da einen Herrgott ein bisschen eingebracht, also den Dank an unseren Herrgott. Und Marianne Jadirndl, also der Repfi Marianne Jadirndl, Marlene hat uns eine Melodie dazu gemacht und hat passt. Hat schon passt. Ja. Das bewundert ihr so an die Berchtesgadener, diese Musikalität, diese enorme Musikalität überhaupt. Und weil ganz viele Künstler dabei sind bei euch da, ich sprich, die Volkskunst da. Mhm. Fritz, hat da jeder seine Schachtel gemalt und gemacht oder wie er wen hat? Fritz, oder wer das war? Ist eine ganz soziale Einrichtung gewesen in der Fürstpropstei, weil das Bauernsache ist also schon ein bisschen zu klein gewesen und da hat es halt nicht so gelangt. Ja, ja. Und vor allen Dingen die langen Wintermonate, da ist halt nichts gegangen. Und da hat man diese Handwerkskunst damals fürstpropstlich eingeführt. Man sagt, es ist vom Pinzgau gekommen und da ist auf jedem Bauernhaus ist der sogenannte Handwerkstamm, also Handwehrstamm, sagen wir, ist da erteilt gewesen. Und der hat beinhaltet, dass du aus dem fürstpröpstlichen Forsterrar hast du Holz, Nutzholz rausgekriegt, je nachdem, wird der eine ist ein Fleitelmacher gewesen, der hat ein anderes Holz gebraucht, der Kirschbaum und so weiter, der andere ist Schachtelmacher gewesen, der hat wieder ein ganz ein sauberes, ein feines Fichtenholz gebraucht. Und dieser Handwerkstamm ist nur auf dem Hoferben vererbbar gewesen. Aha. Ja, und wenn die anderen da waren, dann, ja, dann ist er verfallen, oder? Verfallen, ja. Mhm. Der Fritz Resch hat gerade das feinjährige Fichtenholz angesprochen, das man braucht zum Spanschachteln machen. Recht viel besser kann es gar nicht passen, dass der Innungsmeister vom Berchtesgadener Holzhandwerk Hölzel heißt, Sepp Hölzel, den wir gerade bewundern, wie er seine Spanschachteln fertigt. Die Holzhandwerker waren in der 1535 gegründeten Sebastiani-Bruderschaft in drei Haupthandwerke gegliedert und das waren einmal die Draxler, die Schachtelmacher und die Schaffemacher. So hat es 1805 im Berchtesgadener Land 22 Pfeifenmacher gegeben, 285 Draxler, 117 Schachtelmacher, 17 Schachtelmaler, 57 Schaffemacher und 75 Schnitzer und Spielwarenmacher.
Im Heimatwerk, wo wir einen Sepp Hölzer gezucht haben, erfahren wir noch ein bisschen mehr über die Reglementierung der verschiedenen Handwerkskünste. Holzhandwerk im Berchtesgadener Land, das hat sicher den Hintergrund, weil es ja viel Wald gegeben hat, immer schon, und viel Holz. Wie hat man denn eigentlich damals die Zünfte betrieben? Das darf mich noch interessieren. Hat es da viel Meister und Gesellen gegeben? Ja, wir haben die Zünfte sind geschaffen worden, um arbeiten in einer Organisation schon. Und da hat es dann gegeben Meister und Gesellen. Der Gesell, der hat schon einen Handwerksstamm gekriegt und der Meister hat zwei Stämme gekriegt. Und dafür hat er mit dem Holz das gearbeitet und hat auch einen Nachweis erbringen müssen, wieder, dass er etwas gemacht hat. Und das hat er dann abgeliefert ins Heimatwerk. Und da wird es dann gemahlen. Die Ware hat man dann schließlich in ganz Europa hinausgebracht, sogar bis nach Übersee. Und das sind die berühmten Kraxentrager da gewesen. Und einen ganz bekannten habt ihr es gehabt. Ja, das war der Anton Adner, der 117 Jahre alt geworden ist. 117 Jahre? Ja, das waren die sogenannten Holzwarenverleger. Die haben die Ware ausgetragen, fast in alle Welt. Ja, kann man sagen. Ja. Heute sind es viele Geschenksartikel, was man macht, oder? Heute ist zum Teil auch Geschenksartikel, ja. Man hat ja auch Kinderspielzeug gemacht oder Kinderinstrumente. Da gibt es eine kleine Kindersymphonie von Leopold Mozart. Und der hat die ganzen Berchtesgadener Kinderinstrumente in diese Musik eingebaut. Wundernett, ganz nett. Ja. Und wenn wir mal ein paar rausprobieren, da, das ist... Ratschall, ja. Fäberl, Vogel, verschiedene Vögel, gell? Und, da musst du eine passen, selbst ist der Blase nicht. Das ist Trompetterl. Das sind alle in der Musik mit eingebaut. Ja. Weißt du, wenn man sowas einmal hören kann? Ja, das ist auch ganz was Gimmicks. Und da sind wir jetzt schon mittendrin in der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei des Berchtesgadener Landes. Eine Einrichtung, die bereits auf das Jahr 1840 zurückgeht. Damals hat man mit einer Zeichenschule angefangen. Übrigens ist diese Schule, wo man nach dreijähriger Lehrzeit Holzbildhauer oder Schreinergeselle ist, eine der anerkannten Berufsfachschulen im deutschsprachigen Raum. Aber das Holzschnitzen ist im Berchtesgadener Land seit mindestens 600 Jahren heimisch. Eine willkommene Abwechslung für die Schülerinnen und Schüler ist in der Winterzeit das Anfertigen einer leider allzu schnell vergänglichen Kunst.
wenn sie anstatt Holz Eis bearbeiten. Und das nicht mit feinem Schnitzwerkzeug, sondern mit einem Hackerl oder sogar mit einem Dachsengrei. Das müssen wir uns aber außermessen. Das können wir erst machen, wenn wir es gerüstet haben. Und es kommt da die Hand raus. Selbstverständlich geht's da auch genau und es wird nach einem Modell gearbeitet. Und so entstehen jedes Jahr, wie da an der berühmten Bob- und Rodelbahn am Königssee, sehenswerte Eisskulpturen. Das Fleidl gehört zum Berchtesgadener Land wie Salz zur Suppen. Der Bernhard Oeckel baut die Fleidl bereits in der dritten Generation. Das typische Berchtesgadener Fleidl ist zwar eine Flöte, aber doch nicht so ganz. Der Unterschied liegt darin, dass das Fleidl ein bisschen eine engere Mensur hat, sodass ein bisschen heller und lustiger klingt. Man verwendet gern Zwetschgen- oder Wacholderholz. Der Großvater von Bernhard Oeckel hat um die Jahrhundertwende jede Woche ca. 10 Fleidl nach Salzburg geliefert. Zu Fuß natürlich. Übrigens gehört so ein Fleidl zu den Instrumenten, die man bequem in der Jopentasche mitnehmen kann, so wie Maldrome und Fotshobe, die ja im Berchtesgadener Land immer schon beheimatet waren und später ist dann noch die Ocarina dazugekommen. Alles Instrumente, die sich jeder hat leisten können. Und jetzt schauen wir dem derzeit berühmtesten Berchtesgadener zu, auf dem Weg zum dritten Olympiasieg in seiner Karriere. Der Hackelschorsch im Eiskanal von Nagano. Bei vielen Spitzensportlern, wo du ja einer von denen bist, sieht man oft, dass sie mal Kreuz machen, bevor sie irgendwo springen oder Skifahren. Was denkst du eigentlich vor so einem Start?
Also ich habe da meine eigene Einstellung dazu. Ich meine, ein Herrgott bitten, dass er dir hilft, dass du schnell bist, das ist ja schon. Das hilft nichts. Ja, weil, weil dann müssen dir ja die anderen genauso helfen, das geht sich nicht aus. Nicht? Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mal schon einen heiden Respekt vor einer Bahn gehabt habe, da habe ich mir schon gedacht. Mhm. Herrgott, kannst du mir nicht helfen. Nicht? Mhm. Du bist einer von uns, du bist einer vom Berchtesgadener Land. Du tragst unser Gewand. Du sprichst die Sprache, ein Dialekt. Schorsch, wärst du da angeredet drauf, wenn du mit der Lederhosen irgendwo bist? Hast du woanders da dabei? Ja, normal so beim Rodeln habe ich es nie dabei. Aber da waren jetzt ein paar so Ehrungen einmal, Sportgala oder sowas. Der Fairplay-Preis? Ja. Aha. Und da wo halt richtig eine festliche Abendgarderobe gefragt ist, muss ich ehrlich sagen, bevor ich mir ein Smoking ausleihe, weil ich habe sowas nicht, da ist für mich wirklich die Tracht des Festtagsgewand, das, wo man in unserer Heimat tragt. Und, das ist ja ein Festtagsgewand. Weil ich ja in einem Trachtenverein dabei bin und, ja, und wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die Tracht zu pflegen, da ist das für mich ein super Anlass natürlich, da ich das nach außen trage. Und das ist eigentlich schon eine gute Sache, wenn man sowas auch mal wahrnehmen kann. Das heißt, der Fairplay-Pokal geht in diesem Jahr an Georg Hackel. Was sagen dort Leute, wenn du unter dem Frack und unter dem Abendkleid mit der Tracht da bist? Was sagt man da? Ja gut, nach außen hin sagen natürlich die meisten schon bärig und, und ich bin schon überzeugt, dass die Mehreren das schon schätzen auch von den Nordlichtern. Ja. Und mein Fälle, der eine oder andere wird es auch belächeln insgeheim, aber ich meine, das ist an jedem seine Sache. Das ist unser Gewand und da stemmen wir dazu und darum tragen wir es auch nach außen. Ein anderer Meister seines Fachs ist der Engelbert Eigner, den wir in seiner Werkstatt in Bischofswiesen besucht haben. Natürlich auch ein gefragter Volksmusikant, der mit der steirischen Harmonika gerade so geschickt umgekommen als mit Nadel und Zwirn. Natürlich habe ich bei der Gelegenheit eine Hosen anprobiert und jetzt schauen wir mal, was er sagt dazu. Der Lederhosenmachermeister Engelbert Eigner. Engelbert, was sagst du? Erich, was denn das? Eine neue Lederhosen, original Berchtesgadener Lederhosen, genau. Von dir gemacht. Aus was für ein Leder hast du jetzt gemacht? Das ist der Hirschleder. Hirschleder. Hirschleder ist das, ja. Geben tust du noch einen Gams. Gams? Gibt's noch. Was ist der Unterschied? Der Gams ist wesentlich leichter, linder, angenehmer zum Tragen. Sagen sie dabei, haben die Alten gesagt. Ja, das ist ein bisschen dicker. Das ist stärker, schwerer, ja. Das ist schwerer, ja. Das ist ein Gams. Das ist jetzt ein Gamshättel. Da hast du eine Leher drin. Ja, das ist der Einschuss bei dir unten. Ach so. Das ist der Einschuss da. Aber was tust du noch mit denen auszuschneiden? Ja, das ist voll weg. Nicht. Das wird. Zu nah kommst du nicht. Das tut man nicht. Okay. Aha, da schau her. Wie viel Gams braucht man denn für eine Hosen? Also Gams braucht jetzt ungefähr 5. Okay. 5 Gams und 2 Hirschleder. 2 Hirsch für eine Lederhosen? Ja. Ist das möglich? Ja. Da schon her. Und das Gesteckte, das Ausgnade, das wird nach der Tradition gemacht, oder? Ja, das sind alte überlieferte Muster, die schon 100 Jahre haben und länger. Ja. Gibt's in grün, habe ich gesehen. Ja, die Ausgnaden, die kurzen Hosen haben dann grün ausgnadet. Mhm. Auf braune Hosen ist zum Beispiel, die Werdenfelser haben es dunkelgrün ausgnadet. Ja. Bei uns ist es wieder besonders, das ist ein helles Grün. Die Chiemseer zum Beispiel oder drei in Winger, die haben es wieder gelb ausgenommen. Ich werde mir wissen, dass du ein guter Musikant bist. Da bist du ja mittendrin unter der Kundschaft. Ja, ja. Weil die haben ja die Lederhosen an. Ja, genau. Mhm. Thank you.
Irgendwann aber ist dann wieder soweit zum Winter austreiben. Und das sollen jetzt die Aberschnäuzer aus Einring. Wiederholung lässt sich nicht erkennen, was da so schnell an der Weltraumfähre vorbeizieht. Bei einem anderen Flug der Mission STS-73 hört die ganze Welt mit, als die Astronautin Kelly Coleman laut und